Jetzt folgt noch schnell ein kleines Video zum Thema Ausrichtung dieser Torque-Tube. Ich habe das jetzt mal an dem Beispiel, versuche ich das nochmal zu erklären. Also es geht darum, wenn ihr das noch nicht hingebaut habt, geht es erstmal darum, dass ihr hier diese 0,1 mm Scheiben findet, damit das Zahnflankenspiel zwischen diesen beiden Zahnrädern perfekt ausgerichtet ist. Also dieses Zahnrad darf nicht einen halben Millimeter rein und raus rutschen. Darum geht es erstmal. Das muss ganz sauber laufen. Dann habt ihr ja hier diesen Lochausschnitt. Hier habt ihr die Stange, die ihr reinschiebt bis zum Anschlag. Und dann habt ihr ja hier noch das gleiche Spiel auf der Seite. Da müsst ihr auch erstmal schauen, wie viele Scheiben ihr braucht, damit dieses Zahnradkonstrukt mit den 0,1 mm Scheiben, damit dieses Zahnrad nicht vor und nicht zurückrutschen kann, damit dieses Zahnflankenspiel schon mal gut läuft, dann könnt ihr diesen ganzen Apparat einbauen. Dann schiebt er die Stange bis zum Anschlag. Dann ist es ja so, dass hier diese Kugellager da eingeklebt werden. Ich habe jetzt bei mir 5 Kugellager drin. 1, 2, 3, 4, 5. Das fünfte liegt ziemlich weit hier vorne. Ziemlich weit, das ist so ein Abstand ungefähr. Da kommt das erste Kugellager. Dann das zweite. Die Abstände sind immer ziemlich gleich, so ungefähr sieht das aus. Also das in der Mitte, das dritte liegt sozusagen genau in der Mitte. Dann schiebt ihr diese Stange rein bis zum Anschlag. Nehmt am besten ein dünnes Öl. Ich habe jetzt hier Fahrradkettenöl hergenommen oder nehmt da hier Nähmaschinenöl. Die Tube innen gut einfetten. Dann klebt er, wie gesagt, hier die mit diesem Loctite-Metallkleber klebt er diese Kugellager auf die Stange. Das gut aufrauen mit Schmirgelpapier vorher. Und genau an der Stelle, wo ihr es aufgeraut habt, klebt er das Kugellager an. Dann schiebt er den Gummipropfen drüber. Das dann einölen. Dann könnt ihr die mit dem eingeölten Innenrohr und die leicht eingefetteten Gummipropfen könnt ihr das relativ leicht reinschieben. Dann den ganzen Apparillo mit dem Schlitzlochausschnitt komplett ganz einfügen. Die Stange reindrücken bis zum, damit es hier richtig gut drin sitzt, hier in dem vorderen Zahnradgefüge. Leicht anklopfen. Ihr könnt es auch so ein bisschen auf den Boden leicht stampfen, auf den Teppichboden. Dann habt ihr hier vorne, werdet ihr merken, leichten Druck auf dem Zahnrad. Dass die Antriebsstange drückt das sozusagen nach vorne. Deswegen läuft das dann hier meistens etwas schwerfällig. Das macht aber nichts. Das lasst ihr erstmal so, wie es ist. Dann macht ihr euch hier eine Markierung, dass ihr genau wisst, wie ist der Abstand. Dann zieht ihr das Rohr wieder einen halben Millimeter bis maximal 1 Millimeter raus. Also nur ein Futz. Dann werdet ihr feststellen, dass das wieder ganz smooth leicht geht. Also mit 5 Gummipropfen muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen, dass sich die Stange da innen verschiebt. Bei einem wäre ich mir jetzt nicht so ganz sicher, aber bei 5 in meinem MD550 habe ich 4 verwendet. Hier verwende ich 5, weil ich nochmal für das Projekt hier nochmal eine Winkelgetriebe habe. Es geht aber darum, dass das
und das schon mal perfekt ausgerichtet ist, damit ich dann da das Winkelgetriebe anbauen kann und dann der Heckrotor, dann der Vierblatt kommt dann, wie gesagt, ans Winkelgetriebe dran. Aber da so weit bin ich noch nicht. Deswegen, jetzt geht es darum, dass ihr hier ja dieses Loch habt am anderen Ende. Es geht jetzt sozusagen darum, dass wenn ihr merkt, wenn ihr das jetzt drauf schiebt, und ihr müsst es jetzt andrücken, ne? Andrücken und dann, damit das Loch da reingreift, das ist schlecht. Weil dann habt ihr hier die Antriebsstange, guckt dann sozusagen hier hinten zu weit raus. Dann versucht er das einfach durch Andrücken, diesen Lochausschnitt da eins zu bekommen, damit er dann diese Klemme da drauf klemmen könnt. Das ist auch schlecht. Das heißt, wieder um 1 mm rausziehen, das Loch aus der Schlitzfassung. Also das ist das einzigste Möglichkeit, um da was zu justieren. Deswegen, wenn ihr euch vorher einen Klebestreifen macht, dann seht ihr genau, um wie viel Millimeter ihr das Rohr wieder rauszieht. Und wenn ihr das dann rausgezogen habt, um 1 mm, dann wird natürlich die Stangenlänge wird dann wieder verkürzt, indem er das Rohr wieder rausschiebt. Ne? Indem das Rohr wieder rausgeschoben wird, wird sozusagen der Abstand wieder verringert. Und dann macht er das so lange, bis das Zahnrad hinten auch ganz smooth sauber läuft. Dann habt ihr so den perfekten Abstand ermittelt, dass das Loch, dieser Nippel hier vorne, auf alle Fälle noch in das Zahnradloch greift, aber ihr habt so einen halben Millimeter hier und einen halben Millimeter da, ist so 1 mm insgesamt, dass das dann perfekt ausgerichtet ist und die Antriebsstange weder auf der Seite Druck ausübt auf das Zahnrad hier vorne, damit es hier vorne schwer läuft, und auf der anderen Seite genauso, ne? Dass er dann auf der Seite auch dass die Antriebsstange keinen Druck ausübt auf das Zahnrad, damit es hier hinten schwer läuft. Deswegen, das war jetzt so ein guter Tipp. Das geht nur mit der Ausrichtung dieser Torque-Tube-Stange. Das müsst ihr so perfekt ausrichten, damit es auf beiden Seiten passt. Ne? Da als auch da, wenn es da stimmt und da stimmt, dann habt ihr so ein ganz sauber laufendes, super smooth laufendes Zahnradgetriebe. So würde ich es an eurer Stelle machen. Ich hoffe, ich habe es jetzt noch mal anschaulich erklärt, wie das, also es geht im Endeffekt um diese Ausrichtung dieser Stange hier, damit es auf beiden Seiten keinen Druck ausübt auf das Zahnrad oder auf das Zahnrad. Das geht nur, indem man das, wie gesagt, am besten mit so einer Markierung, einen Tesafilmstreifen drauf, genau bis zum Rand, und dann, wenn er das so ein Millimeter rausschiebt, einen halben Millimeter, dann wisst ihr wenigstens, was so ein Abstand ist. Und das ist jetzt so ein Abstand, wo man dann auch sicher sein kann, der vordere Nippel, der ist schön, ist auch gut, wenn der leicht stramm geht in dieses Ausschnittsloch von diesem Kreuzgelenk-Zahnrad. Dann läuft es richtig schön konzentrisch. Und wenn man dann, wie gesagt, diesen halben Millimeter hier vorne und den halben Millimeter hinten an Luft lässt, also je mehr Gummipropfen man da eingeführt hat, umso weniger wird natürlich diese innere Stange sich rein- oder rausschieben können. Mit 5. Da muss ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen machen, dass da sich irgendwas verschiebt innen.
Und dann hat man so ein ganz smooth, sauber laufendes Zahnradgeflecht mit den perfekten Scheiben hier hinten und den perfekten Unterlegscheiben von 0,1 mm hier im Torque-Tube-Schacht, Main Gear, Front Gear oder wie das auch immer heißt, Schacht. Dann habt ihr so ein ganz smooth laufendes Zahnradgeflecht und das könnt ihr fliegen und fliegen, wenn ihr das da ein bisschen einfettet nach 2 bis 3 Flügen und da ein bisschen einfettet, dann habt ihr da eigentlich, wie gesagt, die Zahnräder nur sollen immer leicht glänzen mit Fett, dann habt ihr dann richtig schön smoothes, sauber laufendes Zahnradgetriebe mit möglichst wenig Abnutzungen oder irgendwelche Distanzen, die sich zwischen Zahnflanken verschieben können, weil sich die Zahnräder rein und raus schieben lassen um 0,5 mm, um 0,5 mm. Also so ist es perfekt. Das sind eigentlich immer das. Geht um so eine Geschichte von 2-3 Zehntel Millimeter. So bekommt er das hin. Das ist ein guter Trick. Habe ich euch kurz erklärt, wie es geht. Ich hoffe, das hilft euch weiter. So habt ihr mehr Freude am Fliegen und es hört sich auch besser an. Ne? Hat man auch kein Klackern und kein Schlackern und kein. Und wie gesagt, wenn die ein bisschen unrund laufen, die Zahnräder, müsst ihr die immer um eine Zahnflanke versetzen und schauen, wie es dann läuft. Ne? Bis ihr dann die perfekte Kombi gefunden habt, bis die beiden Zahnräder richtig schön rund laufen. Und so mit der Ausrichtung der Torque-Tube-Stange vermeidet ihr sozusagen, dass die Stange zu weit raussteht auf der Seite oder die Stange zu weit raus steht auf der anderen Seite, dass hier sozusagen an der Stelle, dass noch das Zahnrad nach vorne gedrückt wird oder hier an der anderen Seite das Zahnrad nach hinten gedrückt wird. Und das kann man nur machen, indem man diese Torque-Tube-Stange so ausrichtet und das macht er am besten mit so einem Tesafilm-Markierung oder was auch immer, dass ihr genau wisst, um wie viel Millimeter habe ich es jetzt da rausgeschoben oder reingedrückt, damit ihr da den perfekten Abstand habt und wie auch diese Heckrotormechanik, dass die Löcher perfekt bündig sind, aber nicht mit Druck ausüben oder sonst irgendwas. So macht man das, kleine Tipp, also das ist wirklich ein sehr wertvoller Tipp, den ich da gegeben habe. Nur so bekommt man das hin, dass dieses ganze Zahnradgeflecht super duper smooth läuft.